Sind nur Momentaufnahmen. Ey, der hat was weggeworfen. Welcher? Wer war das? Wer war der? Wer war derjenige, der den Becher weggeworfen hat? War das der? Ich glaube, der war es. Hallo, guten Tag, der Herr. Einmal bitte stehen bleiben. Sie haben gerade eben was weggeworfen. Was sagen Sie dazu? Eure ersten Reaktionen zum neuen Spiel Police Simulator Patrol Officers waren sehr, sehr gut. Und wir sind jetzt hier auch schon wieder in einem weiteren Video von dem Spiel und wir werden heute ein paar Geschwindigkeitskontrollen bzw. Reports machen mit unserer Radarpistole in einer neuen Gegend. Das hier ist Beaufort Landing, ja, und wir werden jetzt mal schauen, wie das so abläuft. Die Schicht ist schon fortgeschritten. Ihr seht, oben links ist nicht mehr viel Zeit übrig, aber das ist auch deswegen, weil ich euch so ein bisschen heute mehr zeigen möchte von dem, was wir so in dem neuen Police Simulator hier machen können. Heißt, wenn jetzt zuallererst mal unsere Radarpistole nehmen, hier können wir übrigens auch die anderen Sachen hier entsprechend ausstatten. Wir werden aber die Radarpistole nehmen, das heißt, wir müssen mal hier auswählen. So, wir nehmen die Equip Radar Gun natürlich und können jetzt hier so Geschwindigkeitskontrollen durchführen, finde ich auch sehr cool. Da war zum Beispiel ein bisschen zu schnell, hat dann auf einmal abgebremst. Wir dürfen hier, oder die Verkehrsteilnehmer dürfen hier nämlich nur 35 Meilen die Stunde fahren auf dieser Hauptverkehrsstraße und wir müssen quasi hier die so messen und können dann eben entsprechend, wenn wir die fotografieren, mit dem Kennzeichen verwarnen bzw. aufschreiben. Aber die bremsen hier immer bei uns so ein bisschen runter. So, 35 Meilen die Stunde. Gut, der ist zu weit weg. Also die dürfen auch nicht zu weit weg sein. Das ist auch noch sehr wichtig. Und ja, so können wir Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Finde ich sehr cool. So kann man quasi auch eine ganze Schicht danach richten oder auch mal in seiner späteren Karriere dann mal sich auf einer Fußstreife dann nur dem Ganzen annehmen. 31,3. Schwankt natürlich auch so ein bisschen, ne? Und hier Richtung Ampel wird es dann natürlich schwieriger, die Leute zu kontrollieren. Aber ich habe schon gesehen, in Beaufort Landing ist auf jeden Fall so eine Brücke über der Straße immer mal gegeben. Das heißt, man kann in verschiedene Ortschaften gehen, verschiedene Bereiche und entsprechend die Geschwindigkeitskontrollen hier so durchführen. 35 Meilen die Stunde. Hier halten sie sich echt gut dran. Also, ihr seht schon, so kann man quasi Geschwindigkeitskontrollen mit einer Radarpistole machen. Finde ich sehr cool. Wir werden jetzt nochmal schauen, ob wir einen Speeder erwischen, bevor wir hier die Schicht beenden und dann uns gleich dem nächsten Feature so widmen. Ja, 39 zum Beispiel, Report. Und dann gucken wir mal hier. 35. 34, alles gut. Hier haben wir noch einen, der wirkt ein bisschen flott. 35, nö, auch alles in Ordnung. Auch in Ordnung. Der war noch ein bisschen schnell hier, genau. So, und jetzt gehen wir mal und beenden die Schicht hier in Beaufort Landing, um dann eben zu schauen, was uns noch jetzt so erwartet nach dieser kleinen Schicht. Ich habe ja schon ein bisschen hier gespielt, so ein bisschen rumprobiert hier auch. Man könnte jetzt natürlich auch wieder mal sich um Verkehrssünder kümmern, um Parksünder und so weiter. Das ist ganz cool, aber wir wollen ja auch mal irgendwann weitere Features freischalten, gucken, wie man sonst noch so quasi die Polizeistreife und den Dienst antreten kann. Auch mal mit was Spannenderem natürlich oder auch mal in einem Fahrzeug oder so. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was ihr uns jetzt so erwartet, nachdem wir jetzt hier die Schicht dann beendet haben. Ich habe jetzt natürlich nicht die komplette Schicht heute für euch hier oder mit euch bestritten. So, wir haben den Shift Report. Ihr seht schon, da haben wir heute jetzt ein bisschen mehr sogar gehabt. Die letzten paar waren hier. Und ansonsten, genau, ein paar Contact Points habe ich verloren, weil ich ein bisschen rumprobiert habe. Eine Fotokamera haben wir freigeschalten, also für Fotos. Und wir haben einen neuen Callout freigeschalten, nämlich einen kleinen Unfall. Und wie das so ausschaut, das sehen wir gleich. Eben auch mit Beweisen, Fotografieren und so weiter. Haben auch eine neue Nachbarschaft. Das ist auch sehr cool. Und er hat gerade eben wieder gesagt, der next unlock ist der Patrol Car. Ja, mal schauen, ob das wirklich so stimmt. Weil wir haben jetzt hier einen Callout, oder? Hier oben. Morning Foot Patrol. Wieder mal Foot Patrol. Dieses Mal aber in der neuen Nachbarschaft. Nämlich in dem Fall Chester. Und wir sehen jetzt hier links auch, was uns so erwartet. In unserem Fall dann ein Tool Flashlight, also eine Taschenlampe, die noch kommt. Dann eben eine gesuchte Person.
in Historic Downtown mit dem Pullover-Sign, das wir freischalten, also um die Leute rauszuziehen, auch sehr cool, um dann in Kontakt wahrscheinlich mit den Autofahrern zu kommen. Sowie eine neue Gegend Alcombe und ein Patrol Car. Da schalten wir quasi unser erstes Fahrzeug frei mit eben einem großen Unfall, schweren Unfall schon eher. Sowie Road Flares und dann eben noch eine Crime Scene, also in dem Fall auch nochmal ein Verbrechen, was wir eben entsprechend aufnehmen müssen, analysieren müssen und so weiter. Und dann kommt nochmal ein Call-Out Traffic Stops dazu. Das sind jetzt hier die nächsten Dinge, die wir so angehen. Finde ich schon mal cool. Ich würde sagen, dann machen wir die Foot Patrol hier noch mit unserem nächsten Call-Out. Da bin ich auch sehr gespannt. Ihr seht auch schon, jetzt sind wir hier in einer neuen Wache wieder. Das ist immer ein bisschen anders, sieht es aus. Jede Wache hat sowas Spezielles, einen speziellen Briefingsraum, genau. Und wir sehen, unsere Main-Aufgabe, Hauptaufgabe ist Report Speeders with the Radar Gun. Also dafür gibt es auch Bonuspunkte, so gesehen. Und hier steht einer direkt vor der Polizeiwache. Schon mal falsch, weil hier darf man so nicht parken. Heißt, wir geben hier direkt mal wieder ein Ticket No Parking Area dazu. Und ihr habt ja auch viel geschrieben unter dem letzten Video. Ja, also definitiv auch mal eine Art Konkurrent für LSPDFR oder entsprechend eben, um zu gucken, was kann ein Polizeisimulator gegen in dem Fall eine kleine Mod in einem größeren Spiel ausrichten. Und ja, also definitiv, oh, no stopping at any time, ja perfekt. Das heißt in dem Fall, er darf hier auf jeden Fall nicht parken. Das ist wahrscheinlich dann eher eine No Parking Area oder eine Special Parking Zone. Ich würde sagen, es ist eher No Parking Area. Und in dem Fall dann auch ein Abschlepper. Genau, und ich finde den Vergleich natürlich ganz cool immer mit LSPDFR, weil es ist schon so ein bisschen das Vorzeigebeispiel, was geht in so einem Spiel mit einer Mod. Und jetzt gleich kommt der Abschlepper und wir schauen uns nochmal an, wie der hier abschleppt. Und also ich bin definitiv der Meinung von euch, das Spiel hat viel Potenzial, ist Early Access. Ich hoffe natürlich, dass sie dranbleiben. Es ist ein deutsches Entwicklerstudio, wie ich schon gesagt habe. Und dafür, also wirklich, dass sie in Deutschland jetzt mal das Ganze so detailliert, auch mit so schönen kleinen Details hinbekommen haben, schon in einem Early Access, finde ich cool. Dass das Spiel auch auf Deutsch kommt, finde ich auch cool. Und dass es euch gefällt, freut mich natürlich auch, mir auch. Nur ganz bugfrei ist es natürlich noch nicht. Und auch noch nicht gewesen. Ich habe schon ein paar Bugs gefunden. Und gut, ein kleiner Bug ist hier, dass es ein bisschen so ausschaut, als würde er in den Anhänger reinlaufen. Ansonsten sehr, sehr cool hier. Abschleppen hat was. Hier auch mit dem Brighton Towing Service. Ja, finde ich cool, ne? Also wie gesagt, lasst mir gerne nochmal in den Kommentaren auch wissen. Wir müssen jetzt hier uns wieder um die Geschwindigkeitssünder kümmern. Das heißt, wir laufen jetzt da nochmal lang. Hier müssen wir immer auch gucken, wie viel ist hier überhaupt erlaubt, ne? Wie schnell darf man hier fahren? No Parking Zone. Montag, wir sind aber Mittwoch gerade. Ja, das ist natürlich dann nicht dafür. So, Moment, wir gehen jetzt mal und nehmen unsere Radar Gun. 25 Meilen sind hier erlaubt wahrscheinlich. Der bremst gut, der hat uns ja auch schon gesehen. Wir gehen mal über die Straße. Hui. So, und schauen mal hier. Was ist hier eigentlich? No Parking Monday, okay. Montag haben wir nicht. Also es ist ja auch District abhängig, wo man wann so parken darf. Oh, Alter. Das sah jetzt gerade nicht ganz so aus, als würde er anhalten, oder? Also, huiuiui. Und der mit seiner Unterbodenbeleuchtung. Also solche Leute werden wir später wahrscheinlich auch rausziehen dürfen. Oder auch müssen, nehme ich jetzt mal an. So, wir schauen mal hier, ob der auch entsprechend 25 Meilen fährt. Ja, 25. Also hier solche Gebiete sind da recht easy. Und man sieht direkt, wenn man so eine Fußstreife macht, wie krass man auch zu tun hat. Also wir machen hier nur eine kleine Fußstreife, laufen ein bisschen rum und wir kriegen jetzt natürlich immer mehr Möglichkeiten auch und können dann eben auch uns um viel mehr Sachen gleichzeitig kümmern. Wenn wir da natürlich Ausschau halten, aufpassen, steht einer falsch, hat einer das Parkticket nicht eingeworfen, wann darf man hier nicht parken. Ist es die korrekte Uhrzeit? Haben die Autos irgendwie spezielle Anbauten, die sie nicht haben dürfen? Schmeißt einer Müll weg? Ja, da habt ihr mich auch zu Recht aufmerksam gemacht im letzten Video, dass einer im Video quasi Müll weggeworfen hat und wir haben es nicht gesehen. Zeige ich euch auch gleich. Vielleicht finden wir noch so jemanden. Und das finde ich auch sehr cool. Also man kann viel, viel machen. Man muss die Augen offen haben. Und dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Abwechslung auch. Hier ist auf jeden Fall zu viel Verkehr, um eine Geschwindigkeitskontrolle zu machen. Hallo, guten Tag. So, und wir kriegen natürlich immer für unsere Hauptaufgaben dann Punkte.
Da hinten kommt ein Auto. Mehrere Autos. Wir messen mal. 25, ja, der fährt direkt daneben, also wird er auch nicht schneller sein. Ja, also hier ist alles cool. Das hier ist dann wieder eine No-Parking-Zone für Montag. Das ist aber okay. Das Einzige, was der falsch gemacht hat, ist, er parkt in der falschen Richtung. Der muss immer entlang der Fahrtrichtung parken. Hat er nicht gemacht. Gibt ein Ticket, mein Freund. Bitteschön. So, und wir schauen mal. Geschwindigkeitsmessung. Ja, das wird natürlich hier nicht so schnell sein. Wow. So. Müssen wir wieder uns eine gute Position raussuchen für so Messungen, würde ich sagen. Müssen wir dann gleich mal schauen. Das Ding ist, man braucht immer eine lange Gerade. Am besten mit so einer Brücke drüber. Und dann ist es eigentlich easy mit der Messung. 25. Alles gut soweit. Wenn sie natürlich an uns vorbeigefahren sind, dann sind sie in der Regel nicht mehr so schnell. Ist sie gerade über Rot gelaufen? Die ist doch gerade über Rot gelaufen, oder? Ich würde sagen, wir sprechen die Dame mal an. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wir sagen mal, wir müssen sie kurz aufhalten. Sie sind gerade eben über eine rote Ampel gelaufen. Haben Sie das gemerkt? Oh, assistance is required. Is an officer available? Manage a minor accident. Ah ja, das machen wir. Gut, da hat sie nochmal Glück gehabt, die Dame. Wir werden nämlich dorthin gehen, zu dem Accident. So, wir beeilen uns. 100 Meter. Also einen kleinen Unfall. Mal schauen, was da passiert ist. Und wir haben auch ja auch unsere Kamera freigeschalten, die wir jetzt benutzen können, um eben Bilder zu schießen. So, gucken wir mal. Gehen wir hier rüber. Ja, da vorne. So, was hier passiert? Car Accidents. Wir sollen die Leute uns anhören und eben dann versuchen, den Unfall aufzulösen. In unserem Fall auch quasi Untersuchungen durchzuführen und Reports denen zu geben. Ja, interessant. So, wir sind angekommen. Mal schauen, wer hier wo beteiligt ist. Was ist hier überhaupt passiert? Also hier ist nichts los. Ah, tatsächlich, da auf der Straße. Ich habe komplett falsch geschaut. Hallo, guten Tag. Oh ja, das schaut interessant aus. Auffahrunfall halt, klassisch. Hallo, guten Tag. Wir hören uns das erstmal an, hätte ich gesagt. So, sie hat entsprechend sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, hat sie gemeint. Ansonsten will sie uns nichts groß sagen. Gut, jetzt können wir hier schauen, was wir sonst noch so machen können. Eben entsprechend den Ausweis uns geben lassen, also Führerschein und Fahrzeugpapiere, vielleicht auch hier entsprechend sowas wie Versicherung. Mal schauen, was sie hier uns zeigt. In unserem Fall ist es die Frau Nora Rogers, Middle Street, Brighton, 1990. Hier Versicherung hat sie uns gezeigt, Nora Rogers, 4-Door, Car-Type, Kennzeichen 6DP, okay. Können ja auch switchen, also das finde ich auch sehr cool gemacht. 6DP V36, da müssen wir gleich kontrollieren. Geburtsdatum stimmt auf jeden Fall und der Führerschein ist auch soweit gültig. Ja, der ist gültig. Das passt also alles. Versicherung ist gültig. Nummer, das schaut alles gut aus. Also ist auch auf sie zugelassen. Das ist jetzt zwar nebensächlich, aber macht es dann einfacher. Okay, Dankeschön. Gut, Alkohol haben wir bemerkt. Ah, okay, 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 okay. So, wie schaut es denn aus? Wären Sie mal bereit für einen Alkohol- oder Drogentest? In unserem Fall einen Alkoholtest, bitte. So, wir lassen Sie mal pusten. Tatsächlich, sogar mit dem entsprechenden Gerät hier. 0,026, also 0,2 Promille müssten das sein. Frage ist jetzt, ob das schon irgendwie nicht erlaubt ist oder so. Ich glaube es jetzt nicht unbedingt. Das ist aber natürlich schwierig dann letztendlich für die Versicherung, wenn leicht angetrunken, kann auch schon vielleicht, ja, die komplette Schadensübernahme verweigern. In unserem Fall ist es aber wahrscheinlich eh die Schuldige im Unfall. Wir würden jetzt mal sie soweit warten lassen. Wir gehen mal zur anderen Person. So, die Dame war wahrscheinlich auch beteiligt. Wir fragen sie mal. Ja, sie sagt, die Person da war zu schnell unterwegs. Die regt sich ein bisschen auf. Okay, das war quasi in dem Fall das. Wir sollen Fotos machen. Beweismittel sicherstellen in dem Fall und okay, cool. Finde ich nicht schlecht. Dann machen wir das auch gleich mal. Ich bräuchte von Ihnen noch bitte den Ausweis. So. Dankeschön. So, was haben wir hier? Ah, Führerschein ist abgelaufen.
Okay, wir können uns dann entscheiden, ob wir ihr dafür eine Verwarnung ausstellen, eine mündliche, oder vielleicht eben auch ein Ticket ausstellen. Wir sehen es ja, 20.05.2019 steht dabei expired bei 4b. Ansonsten keine Waffenerlaubnis, ist schon mal gut. Avery Jackson ist der Name. 91, okay. Kennzeichen, das ist soweit okay. Versicherung ist aber noch gültig, das ist gut. Und ist auch auf sie zugelassen. Okay, Dankeschön. So, dann würde ich jetzt hier schon mal dafür, für den Fahrer des Fahrzeugs, ein abgelaufener Führerschein, ein Ticket ausstellen. 150, oh, 75 und 150 Dollar. Ja, nicht so günstig, ne? Ich habe nicht gedacht, dass so teuer wäre, meint sie. Ja, so ist es. Gut, okay, also von der merken wir aber keinen Alkohol jetzt in dem Fall, also das passt schon mal. Gut, danke Ihnen erstmal. Jetzt machen wir schon mal Bilder, da ist übelst der Stau da hinten auch, krass, ne? So, wir wechseln jetzt mal zur Kamera und machen Bilder. Wir schauen mal, hier haben wir entsprechend die Beweise, die wir fotografieren müssen. Einen Moment bitte. So, was haben wir hier? Foto. Hier von dem Fahrzeug hinten auch. Machen wir zuerst mal hier so ein Bild. Foto. So. Finde ich ja auch sehr cool, dass wir so schöne Fotos machen können mit coolem Effekt. Hier auch seitlich. So. Okay, hier seitlich haben wir auch nochmal einen Aufprall. Oder Schaden, besser gesagt. Wahrscheinlich hat sich das hier über die ganze Front gezogen. Würde jetzt mal tippen. Na komm. Genau. Hier haben wir links seitlich auch einen. Hier auch. Krass, ne? Scheibe. Ich weiß nicht, ob die Scheibe auch wichtig ist. Hier haben wir noch was. Von der Front. Das passt. Das passt. Genau, okay. Vorne. Scheibe ist halt eingeschlagen oder kaputt. Aber wahrscheinlich war die schon beim Losfahren. Manchmal haben wir da schon einige geparkte Autos gesehen, die so kaputt waren. Okay. Gut, ja, das ist schon mal gut. Wir sehen, wir haben auch schon ziemlichen Fortschritt. Können jetzt dann den Bericht schreiben in dem Fall. Ich würde sagen, würden wir jetzt hier in dem Fall auch machen. Hier ist Ihr Unfallbericht. Oder besser gesagt auch die Aufzeichnung von der Polizei. So, sehr gut. Wir gehen mal zur anderen Person. Geben hier auch entsprechend den Unfallbericht. So. Sehr gut. Okay, ich glaube, soweit so gut wäre es das dann. Die Frage ist jetzt hier, wie mit den Autos weiterverfahren wird. Ob man jetzt sagt, die schleppen mal ab oder wir schauen dann weiter. Könnt ihr Fahrzeug auch durchsuchen, finde ich sehr cool. 0,2. Also bei der Dame jetzt hier bin ich mir nicht sicher, ob wir der noch wegen Trunkenheit am Steuer noch irgendwas geben müssen. Nee, aber man sieht es ja hier auch nochmal. Nichts weiter. Gut, die Dame da vorne, ne? Da weiß ich halt nicht, ob das wegen der kaputten Frontscheibe da nicht noch ein Ticket gibt. Wir probieren es jetzt einfach mal, weil ich glaube, die ist damit schon losgefahren. Würde mich mal interessieren, was da passiert. Gib mir ein Ticket. Oh, 250 Dollar. Weil ich glaube nicht, dass es durch einen Unfall passiert ist. War auch kein Hinweis beim Unfall. Der Anwalt wird sich drum kümmern. She sounds really angry. Sie ist sehr aggressiv. Okay, aber ansonsten lassen wir die jetzt dann weitermachen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. So, Person Nummer 1. Und Person Nummer 2. Wir haben ja den Unfall aufgenommen. Bitte schön. Bitte fahren Sie vorsichtig und im besten Fall komplett ohne was getrunken zu haben. Ja, aber die Fahrzeuge sind auch relativ fahrtüchtig, ne? Also relativ, kann man sagen. Gut. Sehr cool. Ja, tatsächlich haben wir nur Pluspunkte bekommen. 103 SP plus und 0 CP minus. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal einiges richtig gemacht. Frage jetzt natürlich, ob wir alles richtig gemacht haben, können wir jetzt in dem Fall nicht so einfach beantworten. Aber cooler Unfall. Also in dem Fall sehr, sehr schön, dass man da so ins Detail gehen kann. Man kann auch entsprechend die Leute durchsuchen. Man kann den Tickets ausstellen, weil wenn sie irgendwas falsch gemacht haben auch. Und sich um alles kümmern. Also wirklich vom Anfang bis Ende, schöne Bilder schießen mit der Kamera, also das hat was, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mich interessiert auf jeden Fall auch, was ihr denkt. Und wir werden jetzt mal weiterschauen. Ich bin gespannt wegen möglichen weiteren Kontrollen, die wir jetzt hier noch machen können, bezüglich... Ah, da ist noch hier das Ticket.
bezüglich Geschwindigkeit. Wenn ich wieder so einen Unfall reinkomme, das könnte natürlich auch sein. Aber bei Auffahrunfällen ist es meist so, dass die hintere Person keinen Abstand gehalten hat. Meistens, nicht immer. Oder in dem Fall vielleicht die vordere Person stark gebremst hat. Vielleicht auch ohne Grund, kann auch sein, ne? Bloß, ja, man muss auf jeden Fall schauen. Kann es nicht pauschalisieren. Und in dem Fall kann es auch gut sein, wenn es Aussage gegen Aussage steht. Entweder Zeugen wäre natürlich immer gut. Oder jederzeit sein Teil. Kommt auch drauf an. Gut, ansonsten immer schön wachsam durch die Welt laufen, ne? Wenn jemand irgendwas fallen lässt oder so, wir schauen mal direkt. Oh, wir hatten da geparkt, sag mal, Kollege. Kollege, da parkt man aber nicht. Vor allem nicht, wenn da noch eine Sitzmöglichkeit ist. Ja, die Leute hier, ne? Zack. Abschlepper holen wir auch. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wegen hier der Radar Gun. Wir hätten wahrscheinlich noch den Polizeicomputer benutzen können, als wir den Ausweis kontrolliert haben. Wäre, glaube ich, auch möglich gewesen. So, gucken wir mal. Hier ist eine lange Straße, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und da hinten hätten wir auch eine Brücke, wo wir eben nochmal die Geschwindigkeitssünder kontrollieren könnten. Das ist ja auch direkt neben der Polizeiwache. Bietet sich eigentlich ganz gut an. Aber schauen wir dann mal. Auch immer schön wachsam sein für die Passanten hier, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber. Ah, hier dürfen wir gar nicht hin. Ah, tatsächlich, okay. Ja, neues Gebiet, neues Glück, ne? 35. 35. Alles gut soweit. Dann gehen wir gleich hier rüber. So. Ah, das ist gar nicht unsere Polizeistation. Das ist eine andere. Außerhalb unseres Gebiets. Auch schön. Ah, schaut euch das an. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass eine Person gerade eben über Rot gelaufen ist. Ja, perfekt. Ja, schaut euch das an. Da wollten wir doch vorhin erst eine dran kriegen, oder? Eine Dame war das aber. In dem Fall ein Herr, so wie es ausschaut. Hallo, guten Tag. So, Sie sind gerade eben über Rot gelaufen. Ja, nicht so viel am Handy sein, wahrscheinlich wäre besser. Er hat natürlich keinen Verkehr dadurch gefährdet, meint er. Stimmt leider nicht, weil da war gerade ein Auto, was eben entsprechend auch ihn dann vielleicht erwischt hätte. Gut, wir werden hier in dem Fall ein Ticket ausstellen. Also $20, ja, das ist ja noch günstig. Das ist ja noch günstig, bitteschön. Ja, so viel Geld, dann sollte man es einfach nicht tun in dem Fall. Er ist wirklich aggressiv, sagt er. Gut, aber ansonsten haben wir keinen weiteren Anhaltspunkt, also er darf weitergehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. So, also das sieht man, kriegen wir auch Punkte dafür. Wenn man aufmerksam ist und schaut, ob Leute über die rote Ampel gehen. Müssen wir auch gucken, ob die Ampel wirklich rot war beim Loslaufen. Nicht mittendrin, so wie bei denen. Da ist sie jetzt gerade eben erst rot geworden. Ja, aber ist auf jeden Fall cool, oder? Boah, der ist aber ein bisschen flott, oder? Nee. Ah, er hat abgebremst. Er hat abgebremst. Sich nochmal gerettet. So, aber wenn es grün ist, kann man das hier ziemlich gut kontrollieren. Und hier sieht man es auch nochmal. Speedlimit 35, ne? Da kann man dann quasi die Geschwindigkeit kontrollieren. Aber wenn die hier an uns schon zu schnell vorbeifahren, dann bremsen sie in der Regel ab. Wie der hier. Und dann, ja. Werden die nicht mehr schneller. Aber wir können in die Richtung kontrollieren. Und wir müssen uns halt auch informieren, wie schnell man hier fahren darf. Weil das ist von Straße zu Straße unterschiedlich. In den Nebenstraßen anders als auf den Hauptstraßen. So, in der Zeit, wo der rot ist, machen wir noch hier einen Sidewalk geparkt. Und wir kriegen aber in dem Fall nur für unseren Hauptauftrag die Bonuspunkte. Wie ihr oben links sehen könnt. Nur für die Speeders, die wir reporten müssen. Für anderes kriegen wir in dem Fall keine Bonuspunkte. So, no parking Monday. Und nur mit diesem Behindertenausweis. Handicapped. Ah ja. Das war auch das, was ich im letzten Video falsch gemacht habe, Leute. Dieses Handicapped habe ich überlesen. Ich habe danach ein Zeichen gesucht. Und habe das überlesen beim letzten Video. Aber nochmal danke auch für euren Hinweis. Also, da sieht man mal, ne? Teamwork in dem Fall. So. Aber recht wenig los hier auf den Straßen gerade. Es geht eigentlich. Ne. Aber wie gesagt, in die Richtung, glaube ich, sind wir eh nicht so erfolgreich. Die sind aber alle relativ gleich schnell. Schauen wir mal. Oh,
Der war gerade zu schnell. 37. Ja, Kennzeichen sehen wir nicht. Schlecht. Und jetzt ist er langsamer. Ja, Momentaufnahmen halt, ne? Sind nur Momentaufnahmen. Ey, der hat was weggeworfen. Welcher? Wer war das? Wer war der? Wer war derjenige, der den Becher weggeworfen hat? War das der? Ich glaube, der war's. Hallo, guten Tag, der Herr. Einmal bitte stehen bleiben. Sie haben gerade eben was weggeworfen. Was sagen Sie dazu? Müll? Macht es nicht jeder, sagt er. Ja, genau, mein Freund. Dafür gibt's ein Ticket. $25 kostet es. Na, hier, bitteschön. Ich mache seinen Tag kaputt. Das glaube ich nicht. Also, schönen Tag noch, machen Sie es gut. Ich habe es gerade nur gehört, ne? Ja, wir haben auch Pluspunkte bekommen. War der Richtige. Also, Littering in dem Fall, Müllentsorgung auf offener Straße, ist natürlich nicht erlaubt. Wir gehen mal rüber. Ist ein bisschen gefährlich hier, aber können wir mal machen, ne? Wow. Dass sie so abrupt abbremsen. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück zur Wache und schauen uns an, was wir jetzt für einen Einsatzreport bekommen. Ob wir dann direkt in die nächste Schicht dann quasi starten können. Aber ja, wenn es euch gefällt, Leute, bitte hinterlasst gerne Kommentare, auch was ihr euch wünscht vielleicht. Und natürlich auch einen Daumen und ein Abo, falls noch nicht geschehen, damit ihr solche Videos auch nicht weiter verpasst. Boah, war der schnell. Wuh! Der war schnell, oder? Also ein paar Leute hier. Ein paar Leute. Der jetzt nicht. Der nicht. 41 war der. Zack, habe ich ihn. Habe ich ihn. So. Dann laufen wir mit Radarpistole noch zur Wache. 35. 40 war der. Ich habe zu spät abgedrückt. Oder gar nicht abgedrückt, besser gesagt. Hier ist es immer schwierig, ne, bei so geparkten Autos. Und das Kennzeichen muss man auch erkennen. Das heißt, wir müssen entweder vor oder hinter dem Fahrzeug sein. Na, okay. Aber wir müssen ja die Schicht jetzt beenden. Wir sind ja schon über der Zeit. Haben im Endeffekt aber nur einen Speeder quasi richtig reported. Long over return. Now. Okay, wir gehen jetzt zurück. Wir kriegen sonst Abzüge. Kriegen wir Probleme mit dem Chef. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Sind aber noch weit entfernt von der Wache. Wir sind neuer District, Leute. Wir kennen uns nicht aus. Deswegen dauert es so lange hier mit dem Zurücklaufen. Wenn wir halt in der Gegend sind, die wir noch nicht so gut kennen, ne? Aber sonst kriegen wir Ärger, sonst kriegen wir wahrscheinlich auch Abzüge. Und das wollen wir natürlich nicht. Ah, die Ampel ist rot. Ganz Vorzeigepolizist hier. Ganz, ganz starker Vorzeigepolizist. Aber jetzt auch die Frage, ne, wo laufe ich besser rum? Hier rum? Und durch den Park, oder? Ja, durch den Park. Das ist besser. Ja, da hinten ist die Polizeistation. Aber hier, ne, die schaut auch ganz anders aus. Von der Aufmachung als die anderen. Da sind wir natürlich gestartet. Haben ja auch dann direkt das Ticket verteilt. Also, sehr, sehr schön auch hier die Variation. Aber ich finde das Stadtleben auch, das sieht sehr authentisch aus. Ja, wir sind ja schon da, wir sind ja schon da. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Schnell hinter, bevor wir Ärger kriegen hier. Überzogen. Hier, welcher Schreibtisch? Der da. Genau, Endshift. Sehr gut, Leute. Wir sind fertig mit der heutigen Shift. Mit der heutigen Schicht quasi. Haben jetzt dann unseren dritten Arbeitstag in der Schicht auch geschafft. Gucken wir mal, was wir für einen Report haben. 6. Mai 2020 in unserem Fall. Und haben einige Punkte bekommen. Also hier auch nochmal No Partner Compensation 20% plus. Auch sehr gut. Haben ein neues Tool freigeschaltet. Stop Police Pullover Signer. Dann können wir wahrscheinlich auch Fahrzeuge rausziehen. Finde ich auch cool. Also ich bin da schon gespannt. Und Wanted Suspect. Ein neuer Callout. Oh ja. Eine gesuchte Person. Neue Nachbarschaft Historic Downtown auch freigeschalten. Also Leute, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.